Hallo und herzlich willkommen beim Multiplayer. Es geht weiter mit Attack of the B-Team. Und bin gleich wieder da. Fängt ja super an. Jetzt sind wir ein schön los. Ja, ich bin wieder da. Schade. Ich habe mich gerade gefreut, dass ich das alleine machen kann. Ja, ich hab's gehört. Alter, warum braucht denn dein Eisen so lang? Alter, lass es halt! Wird eh nicht ganz fertig, weil es braucht 8 Kohle für ein Stack. Nicht 7. Es ist aber erst noch 1 da für 8 Stück. Ach, wahrscheinlich. Mit einer Kohle kann man 8 Stück brennen. Ja, wahrscheinlich. Vielleicht geht es sich nicht um 1 aus oder was weiß ich. Nein, doch. Ich aber nicht. Oh, das hat Igel. Ich will die alle haben, die Waffen. Was für Waffen? Vom Flans Weapons Mod halt. Die Waffen. Sind also Waffen, das ist ja gut zu wissen. Ich dachte, das wären irgendwelche Schlagstöcke oder sowas. Ja, auch Waffen, oder? Stimmt. Idiot. Alter, sind da viele Mikroblocks. Steht dabei auch irgendwo unnamed oder sowas? Oder unknown texture oder sowas? Ohne Textur und so. Heißen unnamed und haben keine Textur. Wie macht man die eigentlich? Gibt's hier eine Saw? Säge? Nö. Vielleicht heißt die hier ja auch Saw. Irgendwie nicht, nee. Wie macht man die Mikroblocks denn? Keine Ahnung. Na dann. Ich hab kein Rezept dabei. Nee. Ja, siehst du, was sag ich? Das geht sich ganz genau aus. Ja, stimmt. Ja, stimmt ja. Klar, stimmt. Ich hab das ja auch gesagt. Jetzt geh weg. Danke. Nein, ich bin nicht eingebildet. Warum? Warum die Frage? Genau. Aua. Ja, du machst dann schon. Und das machst das ja, schon, ne? Mach ich. Ich bin der Beste, ich kann sowas. Ich kann nämlich alles, weißt du? Ich bin übrigens immer noch nicht eingebildet. Für die, die es immer noch nicht kapiert haben. ja, ich würde sagen, gehen wir mal zur Pyramide, oder? Ja. Wo müssen wir da lang? In die Richtung, schätze ich. Warum ist meine Karte aus? Alter. Ich muss doch meine Steuerung nochmal verändern. Leg's halt auf B. Ja. Meine Karte. Wenn B bei dir noch nicht belegt ist. Mal gucken. Muss man nur noch wissen, wo das ist. Ich glaube, die Mods mit die GC heißen. Ach, wenn das jetzt zu lang dauert, dann seht ihr gerade, dass es vorgespult wird. Cool, wa? Ha, ich hab's eh. B. N. Da ist es doch. So, wo bist du hingerannt? Laufe in. Bist du jetzt in diesem Wald? Dem großen? Nein, ich bin neben den roten Bäumen. Für rote Bäume. Im Wald. Das siehst du auf der Karte, die roten Bäume. Da, warum denn da? Weil da die Wüste ist. Hä, ist das denn? Also da über dem Fluss oder so, glaube ich, müsste die Wüste sein. Also hier ist auf jeden Fall Wüste. Ah, ich habe die Pyramide. Gut. Jetzt muss nur noch ich dich finden. Wieder dunkel, na toll. Da ist ja noch so ein Haus. Ja, die gibt's öfters. Ist aber immer nur Essen drin in den Kisten. So, ich bin. Das ist ein Haus im Wald der roten Bäume, ich nenne den einfach mal so. Oh. So, ich bin jetzt hier bei den roten Bäumen. Wo sind wir da eigentlich? Wo ist denn da ein Haus? Warte. Nur. Ah, da, Alter, bist du das weit weg. Ich bin ja schon voll cool. Guckt euch das mal an, Alter.
Das war vielleicht ein bisschen. Hä, hey, gar nicht. Cool. Also. Aua. So, aua. Ich laufe jetzt so. Warum? Aua. Alter. Oh, da ist ein Zombie. Oh, 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 oh. Oh, ein Skelett. Au! Man kann doch seinen Kameraden nicht abschießen. Ist ja eine Unverschämtheit. Also. Ach, hier ist Cotton. Cotton und ein Creeper. Okay, dann kacke ich mal auf den Cotton. Also, mir kommt es immer so vor, als würde ich im Boden drin rumbaggen, wenn ich so klein bin. Also ich mache mich jetzt auf den Weg zur Pyramide, ja? Wo vom beim Roten Wald ist denn da die Wüste? Au, Alter, nein, lass mich in Ruhe, nein, bitte nicht. Ich habe anderthalb Herzen. Da ist ein Zombie. Hilfe, Hilfe, nein, bitte nicht. Ganz viele Spinnen. Au. Nein! Alter, das gibt's nicht. Deine Sachen sind aber noch da. Die werden in deinem, in dem Grabstein gespeichert. Warum kann ich mich jetzt nicht zurück verwandeln? Ich kann mich nicht mehr zurück verwandeln. Ja, dann leckt's wahrscheinlich. Dann warte ein bisschen. Ja, kann sein. Komm, noch so ein Kack-Creeper, Alter. Ich hasse diese Miststücke. Das wird auch markiert, wo du gestorben bist. Ja, ich seh's. Das ist ja cool. Und dort ist ein Grabstein. Und wenn du den abbaust, müssten deine, oder ich glaube alle oder ein paar auf jeden Fall deiner Sachen wieder. Das ist gut. Ich hatte nämlich alles dabei. Au, nein, lasst mich in Ruhe, Alter. Ich hab keinen Bock auf euch. Ich hab sogar noch die meisten von meinen Leveln. Das ist schön. Da ist ein Skelett. Da ist noch ein Skelett. Da ist eine Spinne. Alter, lasst mich in Ruhe jetzt. Da müsste ich irgendwo runtergefallen sein. Wir haben ja jetzt Betten und so, ne? Also Sachen für Betten. Da ist mein Grabstein. Aber hier sind viel zu viele Mobs. Da würde ich wahrscheinlich nur wieder verrecken. Ja, ich bin schon am Verrecken. Warum ist denn da ein Skelett ohne Bogen? Warum bugge ich jetzt im Boden? Alter! Weil es leckt, wenn du gestorben bist. Ja, aber warum falle ich jetzt durch den Boden? Ja, weil es leckt. Da fallst du halt durch den Boden. Ist ja was ganz was Neues. Ja, warum fragst du dann? Da ist ein Skelett. Ah, was war das hier? Gleich bin ich wahrscheinlich wieder tot, weil dann ein Dings kommt. Ein Creeper. Genau wie gerade eben. Ich stehe da so seelenruhig. Und da ist ein Creeper. Bin ich tot? Nein. Au, au. Aber steht alles. Oh, mir egal, ich baue mich jetzt hier irgendwo ein. Autsch. Au. Au. Erde. Nein, Erde. Alter, könnt ihr mich mal bitte mal. Oh Mann, oh. So, jetzt baue ich mich hier ein, Alter. So, kannst du jetzt mal kurz pennen? Ich gehe mal vom Server, ja? Ich habe ein. Weißt du, was ich in einer Kiste gefunden habe? Was? Das Drachenei. Ja, schön. Ich. Ja, super. What the fuck? Seit wann kann das in einer Kiste? Und ein Miniaturherz. Ich. Noch ein Miniaturherz. Weil es gibt jetzt einen kurzen Cut. Drei, ich, drei kannst du das mit deiner Schnauze halten? Drei Dracheneier. What the fuck? Okay, bis gleich. Und da bin ich wieder. Und der David ist auch immer noch da. Und ich baue mich jetzt hier wieder frei. Ich habe drei Drachen ja schon in der Kiste gefunden. Das ist ja nicht normal, Alter. Und was willst du jetzt damit?
Keine Ahnung. Also in die Pyramide brauchen wir nicht mehr gehen, gell? Na super. Da habe ich schon Warum ausgeräumt. machst du das denn alles ohne mich? Du bist voll der Langweiler. Ja, Alter, soll ich jetzt warten, bis du viermal verreckt bist, oder was? Ja. Ja, mit Sicherheit. Ja. Wir werden noch öfters Pyramiden finden, glaub mir's. Was, wenn ich dir nicht glaube? Glaub's mir's nicht, aber weiß genau, wie ich das jetzt stimmen wird. Da wäre ich mir Pyramiden nicht sind so jetzt nicht sicher. so eine Seltenheit. Oh, alle Items. Oh, wundervoll. Erstmal mein Schwert wieder nach vorne. So, dann brauche ich was zum Oh, ich habe was Einschmeißen. vergessen. Da ist mein Brot. So. Vergessen. So, jetzt versuche ich nochmal zu dir zu kommen. Oh, mich regt sowas halt auf, Alter. Und ich habe gerade Redeprobleme. Habe ich nie, aber egal. Ich höre eine Spinne. Kackmiststück. So, jetzt bin ich bei dem Haus. Der hat einen Mario-Helm auf oder so. Nein, sollte es jetzt auf der Karte schon die Ja, Pyramide ich sehe sehen. sie eh. Die ist über den Fluss sozusagen. Ja, ich sehe sie. So, wo bist du? Da bist du. Haben wir schon irgendwie Zuckerrohr? Nö, dann nehme ich jetzt mal Zuckerrohr mit. Aber erstmal muss ich mein Inventar entmüllen. Ja, das ist okay. Dann nehme ich jetzt ein bisschen Zuckerrohr mit. Ich meine zwar, dass ich das eben irgendwo schon mal geholt habe, aber. Ey, das ist ja cool! Das Zuckerrohr schwimmt auf dem Wasser. Das ist ja Ja, cool. aber es ist leichter als wahrscheinlich. Ja. Holz auch. Tatsache. Das ist ja mega krass. Das schwingt irgendwie alles auf Wasser. Warte, ein Steinschwert. Ist wahrscheinlich der Salzgehalt so hoch. Mit Sicherheit. Ey, das ist ja mal mega cool. Gut, da muss man nicht die ganze Zeit tauchen, Ja. um irgendwas zu holen. Ich finde diese Hüte so mega nice. Fast wie bei Team Fortress. Ja. Bin ziemlich sicher, dass ich das schon mal gesagt habe. Ja. Gut, dann gehen wir da. Gehen heim. Heim, okay. Das brauchen wir nur noch ein Heim. Das ist der einzige Nachteil. Also, du hast die Kiste mit? Ja, schon irgendwie. Ja, dann brauchen wir nicht mehr in das Haus gehen, oder? Dann gehen wir woanders hin, oder? Ja. Ich würde ein schönes Biom suchen, wo man schön bleiben kann. Vielleicht hier dieses Ein Waldbiom da. schönes Baum. Biom. Bei mir ist nur Baum Biom. ankommen. Dann gehen wir mal durch die Wüste, oder? Wenn ich Baum meinte, ist weil da sind nicht natürlich so auch ein viele. Bestandteil von Biom, na klar. Egal. Komm, gehen wir durch die Wüste. Ja. Ach ja. Zerhau mal die Kokosnüsse mit dem Schwert. Was Das kann man auch mit der anderes Hand droppen als zerhauen. Kokosnüsse. Ach so, dann gehen die kaputt, Da ne? hau sie mit dem Schwert, darum geht's ja. Ja, Tatsache. Ich komme aber nicht dran. Ist das nicht auch in der Mod drin, dass es dann auch irgendwie eine andere Dimension gibt? Oder war das irgendeine andere Mod? Ach nee, das war der Lion King Mod. Stimmt ja. So, das reicht erstmal. Coconut Chunk. Was kann man da Kann draus man das machen? essen? Cocktails. Mit Ananas kann man da Cocktails draus machen. Machbar, Ah, man kann Cocktail. sogar essen. Dann kannst du die hier auch zerteilen. Irgendwo. Ah, da vorne bist du. Bromelie. Super Name für eine Blume. Oh. Nein, das ist. Reinstand. Ey, das finde Warte, ich cool, dass warte der. hier. Bau ab, bau ab, bau ab! Ich komm raus. Ah. Wir haben ja schon unsere Erfahrungen gemacht mit Treibsand. Ja, aber echt. Ja. Sag mal, hau mal bitte diese Kokosnüsse.
Zerhau die Kokosnuss, zerhau die Kokosnuss. Da, 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 da. Wundervolle Singeinlage von Davido. Wie wär's, wenn wir uns in dem Wald niederlassen? Na, Wald ist auch immer ein bisschen blöd. Das mache ich immer noch am liebsten. Ja? Ja. Au. So. Au, au, au. Hä, wo hab ich ja? Wir dürfen anscheinend nicht durch den Dschungel gehen, was ich gehört habe. Warum? Weil im Dschungel gibt es ganz viele giftige Büsche. Giftige Büsche? Oder Gift. Gift. Büsche, die irgendwie wehtun, auf jeden Fall. Oh, die tun also weh. Au. Hier fällt der Sand runter. Ja, oder sie sind giftig. Da fällt der Sand. Bin mir nicht sicher. Kommst du mit? Ja. Weißt, immer wenn wir im Singleplayer oder wo spielen, sind wir nie auf einer Insel oder so. Ja, aber echt. Jedes Mal, aber wirklich jede. Ach du Scheiße, das schaut ganz schön creepy aus. Was denn? Der Strohmensch da hinten. Mitten im Meer. Strohmensch, das leckt. Wo ist Links. Denn ein Strohmensch? Geradeaus. Okay, da hat die Dings noch nicht geladen, die Chunks. Warte, wie dann war das? F3 und A, ne? Ja, meine Steuerung. Ja, ich meine F3. Okay, die laden trotzdem nicht. Oder? Na, ist ja auch wurscht. Wir haben den Strommann ja schon gesehen. Dann gehen wir hier mal weiter. Da gehen wir mal Leiter, genau. Also wenn man ins Wasser springt, habe ich so das Gefühl, dass man nicht so tief untertaucht jetzt hier. Tintenfisch darf man übrigens nicht an Land. Macht irgendwie Sinn, ja. Weil man das sofort verreckt. Auf der Stelle. Ja, man ist nicht gleich tot, aber man erstickt halt. Oder was auch immer die machen. Ja, macht Sinn. Alter, wir müssen uns beeilen, wir sind gleich schon bei 20 Minuten. Ey, was ist eigentlich das hier? Bist du das? Bist du eine Kuh? Nein. Oder warum ist da so ein Teil wie bei einem Sim-Männchen über der Kuh drüber? Warum kriegen die Kühe Schaden? Ich krieg auch Schaden. Geh nicht da hinten hin. Krieg dermaßen Schaden. Ja. Geh weiter irgendwo. Also ich merke nichts von Schaden. Was? Jetzt hab ich mich doppelt gehört. Alter, was ist das denn? Okay, gehen wir lieber weg von hier. Das macht mir Angst. Alter, was ist jetzt wieder? Nein, ich bin hier so gestanden, ja? Habe ich mich umgedreht und in den Baum reingeschaut. Und ich habe mich voll erschreckt. Ich habe da wieder ein Viech. Oh nein, Hilfe, ein Baum! Nein, Hilfe, er wird uns alle umbringen! Warum? Was ist denn hier? Warum war hier? Warum stirbt man denn hier? Man stirbt ja nicht, man wird ja nur vergiftet. Warte. Hier ist ein Spawner drunter, das weiß ich. Was sind das für eine? Zombie-Spawner. Sag mir, falls ich vergiftet bin, ne? Ich sehe das wahrscheinlich nicht direkt. Du hast nicht so viele Coconut-Chunks noch dabei? Nee, doch, na klar. Ja, dann gib ein paar. Ich habe noch zwei Anna. Ja, man braucht aber noch was dafür. Warte, da brauchen wir noch einen Empty Bamboo Bug. Ja, dann gib mir trotzdem, bitte. Mug meine ich nicht Bug. Chunks, weil ich hab noch. Ich muss wieder regenerieren. Ja, warum fragst du mich nicht, ob ich was zu essen habe? Ich habe 53 Brot. Ja, dann gib mir was. Mach was Wasser essen. Alter, Unverschämtheit. Nee, ich geb dir mal dein Bett. Das ist schön. Danke. Hab ich das jetzt wieder eingesammelt? Nee. Warte, ich nehme auch noch hier das Männchen mit. Nein. Für wieder neue Broten. Doch. Ich habe aus Versehen meine drei Ender Dragon Eye. Nee. Mach doch nicht. Wegschmissen. Kann man da irgendwas draus machen hier? Guck mal. Nein. Ja, und was bringen sie uns dann? Ja, ich find's cool, da muss ich nicht ins Ende. Nein!
Das hört sich nicht gut an. Es wird schon wieder Nacht. Und wir haben 20 Minuten. Ach, du hast mir schon Brot gegeben. Da habe ich dir schon Brot gegeben. Ja, dann bau schnell dein Bett auf. Hast du eine Werkbank mit? Dann place die mal. Hier ist eh deine gewesen. Ja, dann mache ich mal neue Brote. Beste. Nein, Brote. Mach mal neue Scheiße. So. Anderthalb Stacks wieder. Machst du jetzt endlich mal dein Bett, Alter? Ja, bleib cool. Leg dich. Jetzt habe ich Wolle eingesammelt. So wird der also seinen Müll los. Ja, das ist deine Workbench. Kann sie leider nicht mehr tragen. Ja, mach ich's halt für dich. Ich bin zwar nicht dein Träger, aber. Wir gehen da jetzt außen rum, ja? Nee, warte mal. 21 Minuten, hallo, weißt du, was das heißt? Oh. Freibier für alle, oder? Ja, klar. Okay, ich nehme an, die Folge ist zu Ende. Nimmst du richtig an. Okay. Okay. Weißt du, was ich noch annehme? Textur dieser Kuh. Ja? Pass auf. Ich wette mit dir, dass du es nicht hinkriegst. Ich glaube nämlich auch. Warum nimmst du eigentlich kein Schwert? Nee, mal verrecken würde. Ha, siehst du, Wette gewonnen. Bam, Junge. Okay. Ich weiß wieder was Unnötiges, aber egal. Ja gut, ich glaube, wir sollten die Folge beenden, oder? Ja, glaube ich auch. Genau, nächste Folge nehmen wir uns jetzt einfach mal vor, also für nächste Folge. Wir nehmen uns gar nichts für. Doch, wir nehmen uns jetzt vor, dass wir endlich einen schönen Platz finden für ein Haus, damit es auch hier Fortschritte gibt, ja? Nicht wie ja. Nur so ein. Nein, wir, ich glaube nicht, wir werden weiter spazieren. Oder wollen wir das einfach offscreen machen? Nein, ist ja dann kein Let's Play. Okay, na dann. Wenn du meinst, du bist ja der Profi da drin, ja, auf jeden Fall. Bevor der mir das noch irgendwas antut, würde ich sagen, tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.